Wir sind also heute in diesem neuen Versammlungsraum und das machen wir nicht, weil die ÖVP auf einmal gesagt hat, wir müssen da wirklich Skandale aufklären, weil wenn man den Lockdown ernst nimmt, hätte man schon jetzt 2 Wochen warten können und ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist. Aber ja, wir stehen natürlich für Aufklärung und deswegen werden wir auch die Befragung der nächsten beiden Tage sehr ernst nehmen. Was ich bedauerlich finde, ist, dass Frau Glock nicht kommt. Wir werden, und ich gehe davon aus, dass die anderen Parteien dem zustimmen, mit der SPÖ beantragen, dass sie natürlich vorgeführt wird. Sie können ganz leicht auf Instagram nachverfolgen, dass Frau Glock prinzipiell eine sehr reisefreudige und auch sonst eine Frau ist, die gerne mit Menschen zusammen ist und gerne redet. Sie hatte schon vor dem Lockdown gesagt, dass sie nicht kommen wird. Und wir schlagen deswegen vor, dass sie, wenn sie schon nicht im Raum selbst sein will, in einem Nebenraum und dass sie per Video zugeschaltet ist. Aber es muss ganz selbstverständlich sein, dass das Recht für alle gilt und natürlich auch für die Frau Glock. Also ich weiß, dass Waffengeschäfte gerade offen haben und dass es denen besser geht, aber Recht und Gesetz muss doch für alle gleich sein. Zu den Befragungspersonen heute vielleicht nur ganz kurz. Bei Herrn Franzmeier und Frau Pagitz finde ich ja schon interessant, wie kommt man in einen Aufsichtsrat und vor allem, wie ist das aufgeteilt parteimäßig gewesen? Da haben wir schon einiges gehört. Und kriegen die dann Aufträge, wen sie zum Vorstand wählen soll? Weil wie wir wissen, ist das ja vorher auch ausgemacht worden. Also für mich ist immer spannend, und ich habe selber in Unternehmen gearbeitet, wo es Aufsichtsräte gibt und da wundert mich, dass im staatlichen Bereich es so ist, dass der Aufsichtsrat ja weder Aufsicht hat noch ein Rat ist, sondern eigentlich nur ein Vertreter von Parteien und das machen muss, was man ihm anschafft, was natürlich gegen das Aktiengesetz ist und das werden wir genauer hinterfragen. Und im Übrigen, wenn Sie mir noch diese Bemerkung gestatten, eine Regierung, die 210 Millionen Euro für Eigenpropaganda braucht, ist zu schwach, um unser Land durch diese große Krise zu führen.